Hello Friends, Commander Anero Fox ist wieder online im gelobten All, im weiten All. Huch, keine Ahnung, was das war. Das System spielt verrückt, natürlich wieder technische Probleme. Ein Let's Play ohne technische Probleme wäre kein Let's Play von mir. Aber wir schauen einfach mal. Ich hoffe, alles funktioniert ganz gut. Ich habe die Kamera ein bisschen umgeändert, wie ihr seht. Nehme ich jetzt über eine GoPro auf. Somit sollte die Kamera dann auch nicht mehr ausgehen. Hoffe ich doch. Genau. Gucken wir mal, was uns heute erwartet. Letztes Mal wollten wir die Mission mit den Piraten machen. 4 Pirate hört sich jetzt nicht viel an, haben wir aber trotzdem nicht geschafft. Gucken, was wir heute zustande bekommen. Die Resonanz ist eigentlich ganz gut gewesen von dem Video. Deswegen denke ich mal, wird gut. Hello, Claire. Good afternoon, Commander. Ja, Mission failed. Haben wir es leider doch nicht geschafft. Das habe ich ein bisschen geändert. Richtig aggressiv rot. Ich stehe ja auf rot. Sieht man dezent, glaube ich. Claire, how are you? Thanks. I am fine, Commander. How are you? Thank you. Mir geht's eigentlich auch ganz gut. Temperaturen gehen wieder hoch wahrscheinlich. Wir werden uns wahrscheinlich daran gewöhnen müssen. Gut. Dann wollen wir mal. Also die Mission ist ja abgebrochen, wie wir gerade gesehen haben. Aus mit. Gucken wir mal. Ich glaube, dann fliegen wir. Ah, das habe ich nach wie vor noch nicht umgestellt. Wo fliegen wir denn hin? Ich denke, ich werde uns einen guten Spot aussuchen. Den Teil skippe ich aber. Und dann sehen wir uns gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe uns jetzt mal eine süße Route bzw. ein süßes System ausgesucht. Ein System, wo ich früher gerne, sagen wir mal, gefarmt, gegrindet habe. Hier ist unser aktueller Standort. Und wir fliegen ungefähr 50 Lichtjahre hierhin. Müssen unterwegs immer ein bisschen auftanken. Dafür haben wir ja auch den Fuse-Scoop installiert. LTT 7138, knapp 60 Lichtjahre entfernt, ist also ein Katzensprung von da oben. Genau. Unser Ziel sieht ungefähr so aus. Schöne Gasgiganten mit diesen Ringen. Das ist auch das, was ich letztes Mal gesucht habe. Warum, das werdet ihr dann sehen. Am besten wir starten dann. Gut. Take off. Affirmative. Initiate takeoff procedure. Stand by. Recalibrate power management. All systems are prepared. Ignite engines now. Go for launch. Ascending to Apex 40 meters, handing you the con. Retracting landing controls now. Ach, wie ich dieses Schiff liebe. Good. Start clearing the area. Start clearing the area. Scan detected. Acknowledged. Clearing the area. Auf Wiedersehen. Ja, da war ein Schiff, das wollte uns scannen. Polizia. Brauchen wir aber nicht. Jump.
I'm sorry, Commander. Access denied while ship is hyperspacing. Ich bin nicht hyperspacing. Technische Probleme. Egal, manuell. Und zack. Tja, Claire. Da müssen wir noch ein bisschen an dir schrauben. Eine Lüge. We arrived at the Scorpio Sector WJAC-24 System, Anarchy Security System, which is controlled by the... So, desto näher wir an die Sonne kommen, desto heißer wird das Schiff, aber desto besser ist die Auffüllrate des Fuel Scopes. Wir müssen halt, wie gesagt, aufpassen, dass wir nicht zu heiß werden. 60 Grad ist okay, richtig schön lommelig warm. Jump. Acknowledged. Engage jumping procedure. Jumping procedure complete. FSD charging now. Ich denke mal, die 5 Minuten nehmen wir uns, um die paar Sprünge zu fliegen. Successfully arrived at the Scorpio Sector 2YB3 System, the Anarchy Security System, which is controlled by the... Immer schön auffüllen. Information. Arrival star is scoopable. Humans haven't yet colonized this system. Jump. Acknowledged. Engage jumping procedure. Disengaged. Jumping procedure complete. FSD charging now. Aber diesmal möchte ich ein bisschen mehr Dagga-Dagga machen. Auf jeden Fall. Und es ist eine schicke Mission. Damit sich das auch schön lohnt. Oh, ein bisschen Dagga-Dagga. Information. Arrival star is not scoopable in the next system. Ship successfully arrived at the LRI sector DLYD-97 system, Anarchy Security System, which is allowed to scan. Information, arrival star is scoopable. There is no human presence here. Ich hab da nochmal kurz mein Interface gesehen. Das schneide ich, glaube ich, auch nicht raus. Nö. Das habt ihr jetzt halt gesehen. Jump. Acknowledged. Engage jumping procedure. Jumping procedure complete. FSD charging now. Ich glaube, dann müssten wir eigentlich da sein. Was hatte ich gesagt? LTT-7138, ja. Es ging doch jetzt super schnell. So. Jetzt suchen wir uns genau die Buffett Station. Da docken wir schwind an. Uiuiui, leckt das ein bisschen. Ja, das ist bei Elite leider nicht zu vermeiden. Ich möchte es gern auch super smooth haben, aber... Der Grad zwischen Leistung und Optik ist nicht wirklich nah. Was richtig? Ihr wisst, was ich meine.
ist ja peinlich, wenn ich kein Deutsch sprechen kann. Die Buffett Station. Ja, auch eine gut altbekannte Station, die ich oft besucht habe. Ich hoffe, hier ist auch eine Mission für diese Region verfügbar. Ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass es Missionen auf der Station für andere Systeme gab. Vielleicht hat sich mittlerweile irgendwas geändert. Es kommt ja immer darauf an, wie die Piratenaktivität in dem jeweiligen System, wie hoch die Piratenaktivität in dem jeweiligen System ist. Und wenn ich von Piraten rede, dann rede ich hauptsächlich von NPCs. Also ich bin, glaube ich, Drop out. Okay. Ich bin recht weit im System von echten Spielern entfernt. Hat gute Gründe. Dropout. Oh Mann. Okay, ich muss noch irgendwas einstellen. Dropout. Affirmative. FSD deactivated. Ship leaves. Also Claire, heute magst du mich nicht. Request for docking. Docking request for station not Oder ich muss deutlicher sprechen. No space. Danke. Ah, das gibt's auch manchmal. Wenn kein Platz frei ist. Da ist doch Platz frei. Die Python. Request for docking. Docking request for station not set denied. No space. Vor allem not set. Nicht mal der Name der Station ist bekannt. Dann müssen wir halt ein bisschen warten. Und sonst so? Was habt ihr so den ganzen Tag getrieben? Ich war gerade Currywurst essen. Vorhin. Schön noch einen Pilz gegönnt. Oh, war lecker. Auch wenn ich nicht wollte. Seid viel zu faul. Request for docking. Docking request. Granted. Naja, immer diese Fehler. Deploy landing gear. Affirmative. Deploying landing gear now. Ja, ich glaube, Claire ist heute nicht gut gelaunt. Open Services. Dann gucken wir mal. Da nichts.
Das könnte ganz interessant werden. Data Link. Mit einem SRV. Wie heißt es nochmal in vollem Namen? Surface Recon Vehicle. Auch ganz cool. Das ist dieses kleine Schätzchen hier. Aber ich glaube, das lassen wir fürs nächste Mal. Ich möchte ja nicht immer alles gleich zeigen. Also Stück für Stück. 50 Schiffe. Puh. 90 Schiffe. Aber dafür 30 Millionen Cash. Oh, hier sind mit den Preisen ein bisschen hochgegangen. Aber dafür ballert man dann halt auch ewig. Das ist Assassination. Kurier fand ich immer langweilig irgendwie. Gegenstand von A nach B bringen war jetzt nicht so meine Lieblingsmission. Ich denke mal, wir nehmen hier von den LTT 7138 Advanced Limited. Ich bin, wie man sieht, auch Allied. Also ich habe früher viele Missionen für die gemacht. Dementsprechend habe ich auch gute Auswahl. Aber alleine, also keiner macht alleine 90 Gegner platt. 12 ist eigentlich auch. Oh je. Command insufficient. Ja, ja. Du warst auch nicht gefragt. 12 könnte man schaffen. Conflict Zones. Conflict Zones. Conflict Zones ist eigentlich auch ganz cool. Ich würde sagen, wir fliegen den Conflict Zones. Wie viel Zeit haben wir eigentlich? Gucken wir mal. Minuten. Vielleicht schaffen wir das gerade noch so. Conflict Zones. Eine Fraktion gegen die andere Fraktion. Wir entscheiden uns für eine Seite. 12 Schippe. 35 Minuten. Vielleicht haben wir Glück. Ich würde sagen, auf geht's. Dann gucken wir mal. Wo sind hier Conflict Zone? Alles voll mit High Res Low. Ja, nehmen wir gerade mal die, die am nächsten ist. Nur Low Intense, aber was soll's, wenigstens etwas. Gut. Take off. Affirmative. Initiate takeoff procedure. Stand by. Preparing pre-diagnostic routines. Refuels repaired and restocked. Pre-diagnostic routines completed. Oh man, Claire. All systems are green. Ship is undocked and is cleared for takeoff. Ja, ja, technische Probleme. Bitte warten. Bitte haben Sie etwas Geduld. Munition hat es natürlich auch nicht voll auf. Wie gesagt, Claire ist heute ein bisschen zickig. Aber ich denke mal, Retract Landing Gear. Retracting landing gear. Warte mal gucken, aber ich denke, das müsste reichen. Landing modules retracted and secured. Wir haben nicht viel geballert. Ah, das wird passen. Ach ja, zu den Modulen gehe ich mal schnell drauf ein.
wie ich letztes gesagt habe, in einem Schiff passen immer nur eine Handvoll Module. Man muss sich da schon entscheiden, in welche Richtung man gehen möchte. Und zwar haben wir in dieser Mamba, in dieser wunderschönen, schnellen Mamba, eingebaut ein Beweaved Shield Generator. Schnelle Aufladerate des Schildes, aber dafür wenig Kapazität. Also das... Hallo Odin. Also das Gegenteil von einem Plasma... Ne, wie heißen die? Plasma? Plasma Generator? Auf jeden Fall... Das Gegenteil wäre viel Kapazität, lange Aufladerate, eine Handvoll Schildbooster, die ich in Zukunft mit Resistenzen packen möchte und auch ein bisschen mehr Kapazität fülle. Drei Cannons, einmal fix, das heißt nicht zielsuchend wie hier die anderen zwei. Die machen ein bisschen mehr Schaden als die hier. Aber wenn ich alle auf fix machen würde, würde ich Schwierigkeiten haben zu treffen. Cavern Scanner ist natürlich klar, um Wanted herauszufinden. Wir haben hier eine Planetary Vehicle Hangar für den SRV. Beamlaser für die Schilde. Fuscope. Limpet Drones, um Ressourcen zu sammeln. Und das war es auch alles unwichtig. Limpet Drones könnte man vielleicht auswechseln für zum Abfangen. Oh, da habe ich den Namen vergessen. Schlecht vorbereitet. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir fliegen. Start clearing the area. Ja. Wir sind auf der Seite der Democrats. Revolutionary. Nee, Quatsch. Wir sind auf der Seite der Advanced Limited. Minuten sollten wir hinbekommen. Ich hoffe, wir zerplatzen nicht wie eine reife Tomate. So auf 9 Sekunden speeden oder immer schön im blauen Bereich bleiben. Sollte man hinbekommen. Da müssen wir hin. Nicht zu schnell, sonst fliegen wir wieder vorbei. Oh, 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 fuck. Ich wusste es. Ja, so manchmal, aber nur manchmal. Habe ich es einfach nicht drauf. Aber ich habe es eigentlich gut retten können. Spiralbewegung hilft manchmal. Ja, hilft eigentlich ganz gut. Ja, gut funktioniert. Ich weiß, Konfliktzone, da wollen wir hin. So, bei 1 Megameter. Dropout. So, dann wollen wir mal. Activate Night Vision. Night Vision activated. Gut.
Los geht's. Hardpoints ready to engage. Let's nail all Offense. Offense mode activated. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Okay, wir suchen uns, weil wir feige sind, Gegner, die wenig Schilde haben. Ja, den holen wir uns. Hui, da war zu schnell. Was mache ich denn? Ich bin so aufgeregt. Wie heißen die? Bla bla bla. Tobak. Schön dagegen geknallt. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Uiuiui, schon wieder. Defense. Defense Mode. Okay, Schilder sind down. Keine Panik, das schaffen wir. 27 hat er nur noch. Schilder bauen auf. Dem sind seine. Dem sind seine. Dings kaputt, seine Triebwerke. Sehr schön. Sehr schön. Und der letzte. Bam. So, einen haben wir. 11 to go. Sind wir gut oder sind wir schlecht? Die nächsten. Eigentlich sind wir, glaube ich, ganz gut. Offense. Offense Mode. Den können wir uns holen. Schön mit Laserstrippen. Die treffen immer gut. Den hat's auch seine Triebwerke gegrillt. Bumm. Sehr gut.
Oh, der nächste. Was ist das? Federal Gunship. 12 Kilometer entfernt. Nee, was? Doch, 12 Kilometer entfernt. Oh yeah! Wir machen es, glaube ich, ganz gut, würde ich sagen. Bei dem Manöver, dass ich jemanden anrempel. Ziemlich unachtsam von mir. Oh, das ist so schwer, jetzt hinter denen zu kommen. Trick ist es, immer hinter dem Schiff zu kommen. Nicht so das Gefühl, dass ich ihn treffe. Ah, das war jetzt sowieso. Yes. Es gibt auch die Möglichkeit, ohne Flight Asset zu fliegen. Kann ich nicht. Deswegen mache ich es nicht. Oh je, das war blöd. Defense. Defense mode. Mann, braucht es lange. Systeme sind gut, denke ich mal. Okay. Oh, jetzt haut er rein. Jetzt haut er gut rein. Dolly. Also im PvP hätte ich wahrscheinlich nicht überlebt. Kann ich jetzt schon sagen. Ich fliege schon ein bisschen unharmonisch.
Yes! Haben wir doch. Pam. So, jetzt suchen wir uns aber mal einen Gegner aus. Wo wir nicht so alleine sind. 2 gegen 1 ist unfair. Scheißegal. Gehst du zu mir? Du hast 2 andere Gegner. Geh doch zu denen. Komm schon, Baby. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm. Nicht mehr. Alle Leute angreifen. Nicht zuschauen. Na doch bald. Komm schon. Ah, noch 2%. Komm. Sag bloß, er lebt immer noch. 0%, 0% und überlebt trotzdem. Geht doch. Und der nächste, gleich der nächste machen. In dem Moment. Offense. Offense mode activated. So, 2 Ringe müssten ausreichen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Keep up the pressure. Mal kurz gucken, ob die Kamera überhaupt noch läuft. Ja. Minuten, 14 Minuten. Was sagt uns die Bilanz? 5 und 12, okay. Oh, diese dramatische Melodie. Okay, das ist 1 gegen 1 überall. Schiffe von hinten kommen. Dramatische Musik. Schön aufpassen, dass man nicht mit dem eigenen Strahl seine Freunde trifft. Sonst gibt's Ärger. Die sind da richtig nachtragend.
damit ihr mal seht, wie das aussieht ohne Night Vision. Deactivate Night Vision. Night Vision deactivated. Ich find's halt nur ein bisschen besser zu erkennen, wo die Gegner sind. Activate Night Vision. Night Vision activated. Leute, ich sag euch, ich werde mir die 3090 Nvidia-Grafikkarte holen, die nächste Generation, und dann wird das laufen wie Butter. Wie Margarine im Kühlschrank. Streichzart. Und dann wird dieses Ding platzen. En masse. Smooth. Jetzt hauen sie alle ab. Ja, jetzt hauen sie ab. Sehr cool. Sehr, sehr cool. So. Jetzt kommen wir zu den langweiligen Part dieses Spieles. Das Einsammeln von Materialien. Dafür haben wir eine Frachtluke. Deploy Cargo Scoop. Affirmative. Deploy Cargo Scoop. Wir haben Limpet Drones. Und dieses kleine Ding sammelt uns jetzt das ganze Zeug ein. Oder wir sammeln es selber ein. Aber eigentlich ist Wayne. Wir haben hier die Art, wie viel ich davon schon habe. Rang 2 von 5, also jetzt nicht so super selten. Oh, ich bin viel zu schnell, Da geht das Ding kaputt. Aber das macht unser kleiner William. Da fliegt er rum, der Kleine. Das ist Stufe 3. Das ist schon, ja, mittelmäßig. So, auf 39 muss ich fliegen. Ah, wahrscheinlich ja, William. William schnappt sich's. Vielleicht schaffen wir das noch
Aber ich bezweifle es. 7% Hüllintegrität. Schaffen wir nicht. 4, 3, 2, 1. Und verpufft. Ja. Etwas Blödes an diesen Limpet Drones ist, ich kann sie nicht mehr wieder einsetzen. Traurig, aber ich muss sie da lassen. Ja, die Hälfte haben wir geschafft. Time left in 20 Stunden. Ich denke nicht, dass wir das in der kurzen Zeit noch schaffen. Aber ich würde sagen, die restliche Zeit nutze ich, um euch einen Gas-Giganten zu zeigen. Dann gehen wir zu den Resource, Extraction Site, High Res auch kurz genannt, oder Has Res oder Low Res. Den Unterteil in Schwierigkeitsgruppen. Ich befinde mich meistens immer in diesen High Res. Dann fliegen wir einmal hin. Start clearing the area. Affirmative. Retracting cargo scale. Auf Wiedersehen. War schön mit euch. Sieben Minuten haben wir noch. Gehen wir noch, wie gesagt, zu einer High-Res. Und dann war es das leider auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ein bisschen Dacker-Dacker, ein bisschen Action. Mir gefällt es jedes Mal. Das ist immer schön spannend. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Daumen nach oben und abonniert den Scheiß. Ich freue mich jedes Mal, wenn man mir allgemein Feedback darüber gibt, wie ich meine Sache mache, ob es noch Sachen zum Verbessern gibt. Die Steuerung hat da gerade einen Geist aufgegeben. Es wird auch für die Steuerung wahrscheinlich Zeit zu gehen. Oder es war ein Zeichen, mir etwas zu sagen. Ich weiß es nicht. Ein Fall für Galileo Mystery, würde ich sagen. Wir nähern uns den Asteroidengürtel. Fünf Minuten noch. Kann man noch ein Schiff platzen lassen, schätze ich mal. Und dann sehen wir uns kommenden nächsten Mittwoch. Da ich jetzt, wie gesagt, Elite als eine kleine Serie starte. 4, 5 Folgen. Und dann schauen wir weiter. Also jeden Mittwoch erstmal Elite. Dropout. Dropout. Acknowledged. Und hier sind wir. Viele, viele kleine Schiffe. Gucken, was wir hier haben. Policia. Ja, ich will hier was Kleines, Schnelles zerhacken. Aber Policia. Oder was Großes wäre auch mal nicht schlecht. Genau, was ich auch noch sagen kann. Ich werde Freitag eine neue Serie starten. Montag, wie die meisten hoffentlich meiner Zuschauer wissen, ist Random Monday. Hauptsächlich Random VR-Zeugs. Mittwoch Straight Wednesday, also Serien von einem gewissen Spiel. Mehrere Folgen hintereinander.
Genau. Ich denke mal, Elite geht halt viel zu ewig, deswegen werde ich da jetzt nicht viele Folgen machen wie bei Alex zuvor. Und jetzt neu geplant, da ich ja auch ein bisschen Non-VR so in chilliger Stimmung spielen möchte auf meinem neuen Fernseher und auch das aufnehmen möchte, wird es wahrscheinlich dann eine Couch Friday geben. Seid also gespannt, was am kommenden Freitag dann zu sehen wird. Meistens sind es alte Klassiker, die ich dann gemütlich auf der Couch spielen werde. Da ist alles Polizei. Heute gibt's eine Polizei. Ja gut, ich glaube, hier passiert heute nichts mehr. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Euer Commander Anderock Fox. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, lasst ein Like da, kommentiert, abonniert. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.